Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich, männlich 23, beichte, dass ich von Hertha zu Focus wechsle. Letztens in Paris ging hier erst der Messi-Wechsel durch. Und jetzt steht einer der krassesten Transfers in der FIFA-Szene an. Congratulations, Elias. Eli, Glückwunsch zu deinem eigenen eSports-Team. Wenn du einen Coach brauchst, einen Motivator, das ist meine Nummer. Glückwunsch, Eli. Alles Gute, Eli, du Knecht. Hey, Eli! Glückwunsch. Glückwunsch, scheiß Knecht. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Enjoy! Hey Freunde, herzlich willkommen auf den Kanal von Focus. Ihr werdet das jetzt sehen, nachdem mein Vorstellungsvideo online gegangen ist. Für die, die mich nicht kennen, jetzt wird jetzt hinter der Kamera so ein Eierkopf Victor mir Fragen stellen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, um mich ein bisschen besser kennenzulernen, ich versuche das kurz und knackig zu beantworten. Lasst ein Like auf das Video da, wenn euch das gefällt. Abonniert den Kanal. Jede Woche wird es jetzt hier Content geben. Wie oft? 1, 2, 3 Mal. Wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall lasst ein Like da, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, perfekt. Ich habe hier 7 Fragen rausgesucht, die jetzt nicht diese ganz klassischen sind, die du in deinem Podcast zum Beispiel beantwortet hast, ja, sondern so ein bisschen drumherum. Zum Beispiel, was war denn dein schönster Moment in deiner E-Sport-Karriere? Ja. Und als du dann bisschen weniger E-Sport gemacht hast, auch in deiner Streaming-Karriere vielleicht? Schönster Moment in der E-Sport-Karriere war, glaube ich, meine Qualifikation zum Food Champions Cup in Barcelona. Damit hat eigentlich alles angefangen, weil das hat mir so die Türen geöffnet zu diesem ganzen E-Sport. Und ja, das war eigentlich der kurze Moment, als ich dann zu Hause saß und dann so alles realisiert habe, dass es jetzt losgeht oder dass ich jetzt die Chance habe, damit auch irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Das war der coolste Moment auf jeden Fall. Und der coolste Streaming-Moment war, ich glaube, so gab viele coole Momente, aber so der coolste war, glaube ich, als ich die 100.000 geknackt habe auf YouTube. 100.000 Abonnenten, Alter. War das so, das war nämlich im Stream und das war auch sehr geil, weil das so einer der coolsten Meilensteine ist, die man so als Streamer haben kann, außer meine Sprones, da hatten wir noch 1 Million, aber vielleicht knacken wir die auch irgendwann. Bravo! Ne, 100.000 war schon sehr cool, weil das auch onstream war und wir da alle beglückt haben. Beglückwünscht? Wie heißt das? Die haben mir alle gratuliert und ja, dann haben mir voll viele aus meiner Familie geschrieben, dass sie stolz sind. Ja. Das war sehr cool. Wen würdest du sagen, war der beste FIFA-Spieler, auf den du jemals getroffen bist? Den besten FIFA-Spieler, den ich jemals... Ich habe nicht so viele getroffen, muss ich sagen. In Real Life? Nee, auf den du getroffen bist im Spiel. Zum Beispiel Weekend League oder so. Du hast auf einmal gegen Morba gespielt und dachtest dir, was ein geiler Typ. Boah, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Gegen wen haben wir schon mal gegeneinander gespielt? So ernst? Nee, warte, ich hab dich auseinandergenommen. Ich glaube, oder als Alternative vielleicht, vor wen hättest du immer Angst gehabt? Oder hast du immer krass respektiert und wusstest, es geht 10-0 aus, wenn ich auf den treffe? Also es wollten ganz viele, dass ich in den Illegaler Cups gegen anders spiele, aber das bin ich nicht gekonnt aus dem Weg gegangen. Und Fabian auch, ne? Es wollten alle, dass ich gegen Fabian spiele. Mache ich nicht. Werde ich auch nie machen übrigens. So. Das waren so die zwei, wo meine ganze Community geschrieben hat, gegen die soll ich unbedingt spielen, aber gegen die will ich nicht spielen, da kann ich nur... Bei 20.000 Likes spielt ihr gegeneinander? Bei 30.000 Likes spielen wir gegeneinander, 45.000 Likes spielen wir gegeneinander. Alles klar. Wenn du kein E-Sportler oder Creator geworden wärst, was würdest du machen? Wir hatten das Thema letztens, dass du gefühlt nichts gemacht hast, außer Creator sein, aber... Ich hätte wahrscheinlich ein Studium angefangen, Sportmanagement hätte ich studiert. Warum lachst du? Sportmanagement hätte ich studiert oder ich fand auch immer Lehrer cool oder Polizist, Polizei, irgendwas aktiv machen so.
Also ist jetzt nicht mein Ding, im Büro zu chillen und dann da die ganze Zeit, ist nicht meins. Deswegen muss ich heute irgendwas Aktives machen. Auch wenn man auf Instagram da hart gespammt wird von, was ist denn deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserien? Safe Breaking Bad, Prison Break, Haus des Geldes, Game of Thrones. Aber die haben reingekackt bei der letzten Staffel. Ja, doch, die vier. Thrones. Game of Thrones. Okay, mal unabhängig von E-Sport, wer ist denn aus dem klassischen Sport dein Lieblingssportler? Richarlison oder Cristiano Ronaldo? Einer von beiden. Gut. Er ist auch eine Maschine. In 3 Jahren werden wir uns das hier angucken, dann zockt gleich bei Paris in ungefähr einem Monat und dann wird er da alle rasieren, dann geht er zu Real. Ausgebildet von Messi. Ja. Letzte Frage. Allerwichtigste Frage. Was ist denn dein Ziel fürs kommende Jahr? Oder die neue Saison halt? 3 Millionen. Mit meine persönlichen Ziele oder Fokus? Kann ja beides sein. Vielleicht hast du auch Ziele mit Fokus. Also, auf jeden Fall mit Fokus schon ein Ausrufezeichen setzen, so im ganzen E-Sport, so was Follower-technisch angeht, aber auch hier mit den Eierköpfen hoffentlich auch Leistung im E-Sport. Dass wir hier ein paar Sachen machen, die andere noch nicht gemacht haben. Da haben wir schon ein paar Ideen. Und so für mich eigentlich, keine Ahnung, wie man das sagen soll, dass es einfach alles genauso weiterläuft, wie es jetzt ist. Dass ich immer viel Content habe, also nicht nur mit FIFA, sondern auch so generell. Die Leute interessiert ja nicht nur FIFA, sondern dass ich da weiterhin so ein paar, mehrere Standbeine habe halt. Auch mit Elevate und sowas. Dass einfach alles so läuft, wie es momentan läuft, dass da nicht irgendwie was in die Hose geht. Ja. Okay, Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Wird nicht das letzte Video gewesen sein. In den nächsten Wochen werdet ihr Videos mit uns allen sehen, zu 5, zu 4. Ich will keinen Spoiler machen, aber ich habe die auseinandergenommen und wer bin ich? Und jetzt hört auf zu lachen da hinten. Ich habe euch wirklich auseinandergenommen. Movus in. Also lasst ein Like da. 25.000 Likes. Abonniert den Kanal. Und ja, Freunde, das war's von mir.